Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge Let's Play Total War Rome 2 mit dem Andi. Wir befinden uns hier direkt in der Schlacht und können die Aufstellung auch starten. Bedenkt, dass unser Ziel die Eroberung... Ja, so. Unser Ziel ist die Eroberung von dem Ganzen. Ich muss zugeben, das ist jetzt meine allererste Eroberungsschlacht in Total War Rome 2. Muss ich mal gucken, was ich hier genau habe. Ich habe hier diese Leitern. Die germanische Balliste. Das sind nicht Odins Schwerter, das ist Schwertmesser, genau. Odins Speere auf den Leitern. Das ist nicht viel sinnvoller, wenn da Schwertmeister drankommen. Okay, anscheinend sind die da dran gebunden. Gut, wenn es so ist, dann ist es so. Langbogen! Kampfgruppe bereit! Bereit! Schwertmeister! Langbogenjäger! Wie ist die Reichweite von denen bis dahin? Da macht es eigentlich keinen Sinn, die so weit hinten zu positionieren. Die Balliste. Die Punkte muss ich genau einnehmen. Den Punkt hier. Wo wird da mein Ziel sein, durchzubrechen? Ich kann es natürlich auch von zwei Seiten versuchen. Aber die Seite ist so weit. Ja, hier hinten kommt die Verstärkung. Da kann ich auch... Was heißt das hier? Pförtnerhaus. Ich kann aber auch versuchen, hier durchzubrechen. Moment, da muss der Gegner zumindest seine Armee aufteilen. So, hier eins hin und... So, oh Gott, das ist jetzt etwas hakelig. Genau, und dann teilen wir das nochmal besser auf. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Schwertmeister, 6 Schwertmeister. Da sind... Ja, da muss ich das alles ein bisschen abändern, aber okay. Die sind jetzt auch erstmal alle 3 so. Also, wir haben 3 Schwertmeister. Die hier aufgestellt werden. So. Einer von denen gehört auch noch zu 1, während einer von denen zu 2 gehört. Also nochmal neu aufstellen, das sind dann hier noch ein paar mehr. Wobei die Berserker in die Mitte können. So, die 2 sind dann 5, weil hier noch ein Odins Speer mehr ist. Das ist kein Problem. So, die stellen wir auch direkt dahinter auf. Ja, dann machen wir dafür, dass hier an der Seite dann ein paar Bogenschützen mehr sind. Ja, die müssen dann 5 werden. So, jetzt passt's. 1, 2, 3. Oh, was machst du denn da? Genau. Genau. Die stehen da, die Kavallerie, die kann ich mal ruhig hier positionieren, das passt. Gut, ich starte das Gefecht. Wir ziehen nun in die Schlacht gegen eine Armee, die so zäh und hart ist wie wir selbst. Die wissen, wie man kämpft. So, ich will mal gucken, wo genau die Gegner positioniert. Ich sehe es nicht. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Entgegnet wird. Können die Katapulte mal schießen. Die treffen gar nicht, oder was? Was ist das denn? So,
So, die kommen mal bitte erstmal alle ganz schnell hier hin. Während die Bogenschützen so ruhig hier hinkommen können. Auch falsch. Obwohl, ich lasse die einfach erstmal marschieren. Die feuern weiter. Was ist denn jetzt hier passiert? Okay, mein ganzes Konzept ist auseinandergebrochen. Obwohl es soweit ja eigentlich noch funktionieren sollte. Genau, die beiden Fünfer sollen dahin schießen. Und der Vierertrupp genau hier entschießen kann. Ist das Ding dumm? Warum können die schießen und der nicht? Geh mal wieder zurück. So, die werden jetzt einfach erstmal beschossen. Genau. Wie weit sind die hier alle? Die brauchen noch ein gutes Stück. So lang kann ich auch getrost warten. Krieger Germaniens! Das Katapult feuert derzeit weiter. Jetzt kann ich immer genau gucken, was noch nicht in einer Armee integriert wurde. Perfekt. Aber da würde ich gerne noch einen größeren Keil durchhämmern. Landbogenjäger! Schießt auf sie! Die Männer wanken. Wo? Das ist gar nicht gut. Wir bringen da einfach Leitern an. So wie es sein soll. Während die hier ja ungetrost weiterschießen können. Und die ja nicht sonderlich viel machen zur Verteidigung. So, die werden jetzt zum Trupp viermal mit einintegriert und stellen sich nochmal hier auf. Was machen die? Halt, stopp! Was machen die denn? Manchmal habe ich auch das Gefühl, die sind nicht so intelligent. Egal, ich lasse sie. Ich warte jetzt einfach erstmal ab. Ich habe ja nicht so das große Zeitproblem. Oh, das war falsch. Moment, Moment, nein. Oh Gott, habe ich mich verdrückt. Soll natürlich hier bleiben.
Warum machen die es hier nicht weiter nach vorne? Weil das Ding brennt oder was? Ja gut, dann nimmt das hier. Sorry, wenn ich im Moment so leise bin, aber das ist auch meine allererste Schlacht in, dann nehmen wir jetzt mal, dann boxen wir die mal alle und befehlen den alle da ganz schnell mal hinzukommen. Und jetzt können wir das den auch mal befehlen. Haben wir hier die Leiter noch nicht mal gebraucht. Das Katapult hat ausgereicht. Nein, die kommen da schon hoch. Ich vertraue denen. Hier greifen die ja auch gut an. Die können aufhören zu schießen. Aber die können auch mal zumindest mitkommen. So ist es ja nicht. Ah gut, hier steigen jetzt auch die ersten Truppen alle hoch. Landbogenjäger. Ist das Tor offen? Ja, das Tor ist offen. Hier treffen natürlich auch die Truppen rein. Die Kavallerie darf hier mal nachfolgen. Und die können von mir aus da auch irgendwie nachkommen. Können sich überlegen, was zu machen, weiß ich nicht genau. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Ja, ist ja nicht so schlimm, oder? Unser General wird angegriffen. Landbogenjäger! Okay, ich merke gerade, dass das kaputt gegangen ist. Die Leiter kann auch nicht wieder bemannt werden. Wir haben einen Turm eingenommen. Sieg. Jetzt schon, okay. Ja, ich habe 406 Verlust. Das war meine allererste Belagerungsangriffsschlacht. Und ich wollte jetzt einfach mal austesten, wie das genau funktioniert und aussieht. Und wie gesagt, mit zwei Leitern davor zurück ist anscheinend nicht so intelligent und funktioniert auch nicht so einwandfrei, aber... Es geht auch. Und die darf besetzt werden. Und da ist ja auch noch eine Armee. Schwert und Schild, meinem Volk. Eure Befehle. Wir suchen Schutz für den Arm. Lasst niemanden am Leben. Selbst zerstört sie. Ich sehe. Ach gut, dann ziehen wir uns zurück eben. Der kann auch nichts weitermachen. Ja, die stehen hier. Ah, hier kann ich verbessern. Hier verbessern. Hier, doch, hier kann ich den General verbessern.
Genau, und da mache ich auch einen Schrein der Ostara hin. Das kann ich auch verbessern. So, hier die Flotte ist jetzt mittlerweile noch nicht ganz fertig. Was ist hier für eine Streitmacht? Ach, die Kavallerie. Die darf jetzt natürlich auch mal schnell nachziehen. Während ansonsten nicht bei der Provinzübersicht, wenn ich so gucke, soweit auch alles einwandfrei läuft und ich somit die Runde beenden kann. Um zu schauen, was denn so in naher Zukunft hier weiter alles passiert. Rom. Ja, Makedonien. Warum ist Ägypten wieder frei? Die waren doch... Haben die Römer Ägypten freigelassen? Also, oder hat sich das irgendwie selbst befreit oder so? Also, es würde mich ja interessieren, aber so einen großen Einblick habe ich im Moment ja auch noch nicht über die europäische Karte. Aber vielleicht sehe ich, ich kann gleich mal nach unten gucken, nach Nordafrika. Verträge waren für uns beide von Nutzen. Doch nun sagen uns unsere Ahnen, dass wir allein kämpfen sollen. Wir wollen nichts mehr mit euch zu tun haben. Okay. Okay, habe ich auch kein Problem mit. Wenn ihr nichts mehr mit mir zu tun haben wollt, dann ist das eben so. Es ist an der Zeit, das Bündnis. Okay. Ist alles kein Problem. So zwanghaft muss ein Bündnis auch nicht unbedingt sein. So zwanghaft habe ich das auch nicht im Blut, dass ich unbedingt hier mit allen Leuten Bündnis schließen muss. Das ist ja alles auch nur ein Mittel zum Zweck. Ach, Persien. Da gibt es anscheinend doch noch ein paar neue Gebiete und Ländereien, mit denen ich Handelsbündnisse und Handelspartnerschaften schließen kann. Interessant. So, sonst ist hier nicht viel Neues, doch ein Elendsviertel, aber das ist wahrscheinlich nur so eine kleine Mini-Stadt, die nicht von allzu großer Relevanz ist. So, die Flotte kann jetzt auslaufen. Genau. Während diese Agenten da... Okay, das ist doch noch weit weg, von wo sich hier mein Agent befindet. Aber er kann zumindest mal die Richtung gehen. Moment, habe ich auch jemanden? Attentat. Mach mal Einzelkampf. Zumindest hat er es versucht. Der gute Wille zählt, der gute Wille zählt. So, abreißen, das brauche ich doch nicht. So, jetzt kann der mal eine Militärsabotage machen, nämlich die Vorräte vergiften. Und dann greifen wir die Armee auch mal an. Moment. Warum? Ich sehne mich nach einem Kampf. Bewegt euch bereit zum Kampf. In den Kampf. So, das ist immer ein bisschen komisch in der Verstärkung. So, jetzt mache ich mal automatischer Angriff. Mach eine aggressive Stellung. Werd die jetzt wahrscheinlich knallhart besiegen. Und ja, genau ist es. So ist es auch. Da haben sie keine Chance gegen mich. Und die werden mal alle getötet. Sklavenaufstand, okay. Die Starken werden die Schwachen immer brechen. So ist der Lauf der Welt und so wollen's die Götter.